Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate aus der Quarantäne. Ihr habt richtig gelesen. Also nicht wir sind in Quarantäne, nicht Bernd und ich, sondern Calvino, unser 10-Jähriger von der Schule, haben wir letzte Woche die E-Mail bekommen, für alle, die das noch nicht wissen. Und wir haben uns in so eine Art freiwillige Quarantäne gegeben oder gebracht, denn ja, es ist ja ziemlich sinnlos, wenn sich jetzt einer in unserem Haushalt eventuell angesteckt hat und wir laufen dann ganz normal in der Weltgeschichte rum. Wir hätten es gedurft laut Gesundheitsamt, aber ja. Deswegen beschränken wir uns zurzeit auf hier zu Hause, weil wir ja im Umzug sind und unser Haus, dass wir halt so Renovierungssachen machen, Sachen hin und her transportieren. Und unser großer Sohn, der darf halt wirklich nur hier zu Hause bleiben. Homeschooling, im Umzug, schwanger. Und ich habe den Calvino jetzt mit dem Hund nach draußen geschickt, Pause vom Homeschooling, und dann kann ich euch eben das Schwangerschaftsupdate drehen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich bin jetzt in der 26. Woche. Tada! Also es ist schon jetzt eine ordentliche Kugel. Mein Piercing habe ich schon jetzt, bestimmt 4 Wochen raus. Und ich wollte jetzt mit euch den Umfang messen. Also ich habe gestartet mit, weiß ich nicht, unter 100 auf jeden Fall. Weiß ich nicht, 92 oder so. Und jetzt sind wir bei 109. Na, das ist eine Menge. Ich habe mal mein schlaues Buch geholt, um zu sehen, wo wir gestartet haben. 96,5 cm Bauchumfang habe ich gestartet. Ja, und jetzt ist es bei 109. Und ich habe an Kilo zugenommen, 7,1 Kilogramm insgesamt bis jetzt. Und in meinen letzten Schwangerschaftsupdates habe ich euch immer gesagt, ach, ich merke gar nicht, dass ich schwanger bin, alles super und so. Und dem war auch so. Aber jetzt, in der 26. Woche angekommen, mit dem Umzug, da merke ich doch wirklich, dass es jetzt, also der Bauch ist oft im Weg, vor allem beim Bücken. Dann, das ist wirklich unangenehm, sich zu bücken, und ich mache alles sehr viel langsamer, als ich es sonst tun würde. Ich merke, dass ich halt total schnell so außer Atem bin, so kurzatmig, wenn ich Treppen steige oder sowas, dann ich habe sich sofort nach Luft. Ich habe auch, wenn ich mich nicht genug schone, oder wie soll ich das nennen, dann habe ich vermehrt Übungswehen abends, dann wenn ich die Beine hochlege, dann tut das sehr gut und dann lässt das auch wieder nach. Ich habe mir angewöhnt, abends ein lauwarmes Bad zu nehmen, zwischendurch. Gestern hat Bernd mir dann schön den Rücken massiert. Ich hatte so ein Seifenstück gekauft bei DM, da ist ein Luferschwamm mit drin. Das ist so eine Duschseife und das ist so angenehm. Damit schrubbe ich mir jeden Morgen unter der Dusche den Bauch ganz ausgiebig. Das ist richtig angenehm. Und gestern hat der Bernd dann mit mir den Rücken geschrubbt. Das ist richtig schön. Der ist sehr zu empfehlen. Also so ein, das riecht auch richtig angenehm. So ein Lufa-Schwamm-Seifenstück von DM. Also richtig angenehm. Ansonsten, es geht mir wirklich gut. Ich war ja auch einmal im Krankenhaus, wo ich diese Übungswehen hatte, und da wurde ein CTG geschrieben. Es war alles in Ordnung und Ultraschall wurde auch gemacht, obwohl ich ja eigentlich nicht so für Ultraschall bin. Ich hatte ja 2 Stück jetzt mit dem Krankenhausbesuch und ja, es war alles in Ordnung. Wir wissen immer noch nicht, was es wird, ob Mädchen oder Junge. Namen haben wir für beides ausgesucht. Wenn ihr dazu ein extra Video sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wir hatten es einmal schon bekannt gegeben, aber vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen. Mal eben meinen Bauch wieder anziehen hier. So, das Baby tritt sehr viel, also es bewegt sich richtig viel. Man sieht das jetzt schon von außen. Ich habe eine Vorderwandplazenta, das habe ich erfahren bei dem
Ultraschallbild im Krankenhaus, nicht Bild, Ultraschallbild habe ich nicht bekommen im Krankenhaus und deswegen habe ich es wohl dann hinterher erst so spät gemerkt. Aber jetzt merke ich halt richtig die Tritte oben, unten, je nachdem, wie es gerade liegt. Und man sieht es auch und Bernd fühlt es auch schon richtig, wenn er so tritt und dann so, oh, jetzt habe ich es aber richtig gemerkt. Ne? Es ist meistens richtig schön, wenn man das Baby so spürt. Aber manchmal ist es auch, dann merke ich das so da hinten drin, als ob der unten hinten an der Wirbelsäule tritt oder so. Weiß ich nicht, ob es so ist, ob ich mir nur einbilde. Aber dann ist es so, oh, so unangenehm ein bisschen. Ja, da, durch die Quarantäne jetzt bedingt, heute hätte ich Hebammentermin eigentlich gehabt. Vor 2 Wochen der Hebammentermin hat ja ergeben, dass ich keinen Eisenmangel habe, aber ja, darauf hinsteuere. Und deswegen ja, versuche ich halt so viel wie möglich es geht für den Eisenspeicher zu tun. Ich esse halt sehr viel Haferflocken, Linsen und sowas alles, wo viel Eisen drin ist. Ich nehme diesen Floradix Kräuterblut 1 bis 2 Mal am Tag und 1 Mal am Tag eine Eisentablette. Das ist diese hier. Die sind hochdosiert, die haben 50 Milligramm. Die habe ich sonst schon immer 3 Mal die Woche genommen. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich wirklich einen Eisenmangel. Und das ist halt auch mit Vitamin C, weil das erhöht ja die Aufnahme vom Eisen. Und das mache ich jetzt halt seit 2 Wochen und heute würde halt eigentlich im Finger gepikst werden und der HB-Wert kontrolliert werden. Aber ja, durch die Quarantäne habe ich die Hebamme angerufen und sie hat gesagt, bei denen wäre das so, also im Kreis, die sind halt weiter weg von uns, das Geburtshaus, dass wir sowieso, also vom Gesundheitsamt auch in Quarantäne gemusst hätten und sie versteht gar nicht, dass wir nicht in Quarantäne sind. Aber ja, aus Sicherheitsgründen hat sie auch zugestimmt, dass wir den Termin verschieben. Und somit ja, mache ich das jetzt weiter so mit dem Eisen und hoffe dann in 2 Wochen, dass sie Entwarnung gibt. Weil wenn mein HB-Wert unter 10 sinken würde, dürfte ich ja nicht im Geburtshaus entbinden und das wäre nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann würde ich eine Hausgeburt vorziehen. Ich weiß es nicht. So weit möchte ich gar nicht denken. Ich gehe mal einfach davon aus, dass alles paletti ist und das klappt. Und ich habe auch schon gefragt wegen Mundschutz während der Geburt tragen. Da hat sie gesagt, nein, also das machen die nicht. Bei der Geburt können sie den Mundschutz abnehmen. Ja, alles andere könnte ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen. Zum Thema Kinderzimmer wurde ich auch schon des Öfteren gefragt, ob wir da schon alles haben oder was ausgesucht haben, weil wir jetzt halt auch so mitten im Umzug sind. Wir haben noch gar nichts gekauft. Wir warten auch ganz tapfer, bis wir das Haus fertig haben, also bis wir da wohnen. Das ist jetzt noch 2 Wochen ungefähr. Und dann fangen wir erst an mit Babysachen einkaufen, aber ein Kinderzimmer wird unser Baby gar nicht bekommen erstmal die erste Zeit. Denn wir haben ein großes Familienbett gebaut, 2,80 Meter mal 2 Meter und dort wird das Baby erstmal mit uns schlafen und es wird ja jetzt nicht sagen, es will mit seinen Freunden im Zimmer spielen oder so. Und es braucht einfach kein Zimmer. Das kriegt ein paar Schubladen bei uns im Schrank für Anziehsachen. Ein Wickeltisch brauche ich auch nicht, weil der würde oben stehen im Obergeschoss oder wie sagt man. Und wenn ich halt den ganzen Tag unten im Erdgeschoss bin mit dem Kind, dann würde ich ja nicht zum jeden Wickeln hochlaufen, also Windeln wechseln. Mal abgesehen davon, dass wir auch versuchen mit Windelfrei und abhalten, je nachdem wie das klappt. Ich möchte mich da jetzt noch nicht so festlegen. Also die erste Zeit würden wir wahrscheinlich auch Wegwerfwindeln nehmen, einfach um erstmal abzuheilen und so. Aber hinterher Stoffwindeln und Windelfrei würden wir gerne versuchen. Und ja, deswegen sehe ich einen Wickeltisch als unnötig an. Und ein Babybett, da schläft es sowieso nicht. Das weiß ich. Calvino hat auch, die erste Zeit hat er in seinem Bett geschlafen und dann habe ich ihn rübergeholt, einfach weil es viel einfacher war. Gerade wenn die krank sind, die Kinder, die haben so ein hohes Kuschelbedürfnis. Ist ja auch klar, die werden 9 Monate im Bauch
geschuckelt und dann sollen sie auf einmal lernen, alleine zu schlafen und dass sie sonst verwöhnt werden und man darf nicht die so verwöhnen und so. Also wir alle Menschen schlafen, oder ich würde jetzt mal sagen 99%, vielleicht nicht alle, aber 99% der Menschen schlafen sehr gerne mit einem Partner und nicht alleine. Und warum soll dann das ein kleines Baby, was gerade geboren ist, alleine schlafen lernen? Das muss es ja nicht. Wir schlafen alle lieber in Gesellschaft. So ist es nun mal. Und ja, deswegen wird es erstmal gar kein Kinderzimmer geben. Auch spielen macht das Kind wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann spielt, unten bei uns im Wohn-Esszimmer-Küche, wenn wir halt einen so einen riesigen Raum. Und wenn es ein eigenes Zimmer haben möchte, also Platz haben wir ja dafür, dass es überhaupt, ja, das kleinste Problem, dann werden halt ein paar Möbel da reingestellt und das Spielzeug kommt da hoch. Also, aber generell ist erstmal kein Kinderzimmer geplant. Ja, ich glaube, das wird jetzt auch das letzte Schwangerschaftsupdate aus dieser Wohnung sein, also mit diesem Hintergrund. Ihr seht schon, da ist die Leiter und die Vitrinen sind leer und der Kleiderschrank wird so langsam leer und ja, wir freuen uns sehr auf, natürlich auf das neue Haus, wenn da alles fertig ist und wir dort wohnen. Aber natürlich sind wir auch so ein bisschen, unsere Wohnung hier, ne? Wir haben hier 10 Jahre knapp gewohnt und ja, viel hier erlebt. Da denkt man schon ein bisschen drüber nach. So. Aber gut, alles ist gut. Die Freude überwiegt. Ja, hatte ich sonst noch irgendwas, was ich sagen wollte zum Schwangerschaftsupdate? Ich glaube nicht. Das war erstmal alles. Ist auch ein bisschen unter Zeitdruck jetzt, weil ich halt Homeschooling weitermachen muss mit Calvino. Die Pause ist zu Ende. Ich rufe ihn jetzt wieder rein. Aber ich wollte euch halt wenigstens eben ein kurzes Schwangerschaftsupdate drehen. Einige warten da, glaube ich, schon drauf. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und würde einfach sagen, bis zum nächsten Vlog. Tschüss!